Was ist da los? Hallo ihr Schlingels und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Türchentag. Heute am 9. Dezember mit dem 9. Türchen. Und wer sich jetzt wundert, falls man es sieht, warum ich Glitzer im Gesicht habe, wir hatten gestern Weihnachtsfeier. Und irgendeine Kollegin war der Meinung, mit Glitzer um sich zu schmeißen. Irgendwie haben wir das alle abbekommen. Naja, das kriegt man nicht so leicht wieder raus. Egal. Wir gehen jetzt mal auf die Suche. Aha, da fällt schon wieder. Och, das ist gemein. Da fällt schon wieder die Kugel raus. Die habe ich schon dreimal da reingepackt. So, Türchen Nummer 9. Ich hole erstmal raus. Versuche den, ich lege den jetzt hin, das ist mir, jedes Mal fallen die Kugeln da raus. So, das Schildchen noch ab und dann zeige ich euch das Kügelchen. Heute in rosa eine Hand. Ja, ist das nicht toll. Ja, hängen wir, da haben wir schon eine Hand, also hängen wir, drehen wir. Um zu hängen. Das klingt ein bisschen merkwürdig, ich weiß. Oh Gott. So. Kügelchen hängt, das Bäumchen steht. Jetzt muss ich immer mal wieder zurechtdrücken. Ihr habt ja mitbekommen, dass beim Zusammenbau das Ding ein bisschen kaputt gegangen ist. Aber es hält. Ich schwöre bei Gott, sonst holt mich der Teufel. So, kommen wir zu unserem heutigen Fun Fact. Ich habe mir ehrlicherweise keinen überlegt. Schneiden wir raus. Verstehst du? Ich liebe dich. So, kommen wir nun zu unserem heutigen Fun Fact. Und zwar geht es da um das Disneyland in Florida. Und zwar der komplette Komplex des Disney Worlds, heißt es ja dort, ist fast genauso groß wie die Stadt San Francisco. Ja. Sehr erstaunlich. Also muss man sich mal vorstellen, ein Freizeitparkkomplex so groß wie San Francisco. Das ist schon sehr beachtlich. Und zwar sind es ganze 40 Quadratmeilen. Wir wissen ja. Das sind 10 Quadratmeilen weniger als die Stadt San Francisco hat. Und dementsprechend ja, ist es quasi ansatzweise genauso groß, kann man schon so sagen, wie San Francisco. Finde ich sehr interessant, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Das ist aber auch ein Mordskomplex, den das Disney World da umfasst, mit bestehend, ich glaube, aus 5 Freizeitparks, Epcot, Animal Kingdom, dann haben die ja noch einen Wasserpark, dann das normale Magic Kingdom, die Studios haben sie ja dort auch. Ja, und diese ganzen Hotelanlagen, deswegen kann man sich dort ja mit verschiedenen Fortbewegungsmitteln transportieren lassen, unter anderem eine Monorail, eine große, eine Seilbahn und so weiter. Ja. Also erstaunlich, wenn man das mal so liest. Das war mir nämlich vorher auch nicht so bekannt. Naja, das war der Fun Fact für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend, einen angenehmen Start ins Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis morgen. Ciao. Okay, Kleiner, du willst Ziegelsteine werfen? Na los, dann wirf noch einen. Das nicht.